3. November 2020. Dunkel, regnerisch. Der Werner Koller, Schulleiter von der Oberstufe Buchsladen, Pföstern aus. Katrin Frick, Schulratspräsidentin, ist vor Ort. Ja, es ist düster und dunkel, zumindest in der Covid-Zeit. Ihr seht es den Masken an. Aber etwas erhält die ganze Situation, nämlich das Projekt. Katrin Frick sagt, um was es geht. Da werden jetzt Bäume gepflanzt von jungen Frauen und Männern, die schon in der Berufswelt sind. Die sind schon in der Lehre oder an der Kantonsschule. Sie waren aber vorher bei uns an der Oberstufe zu Buchs und haben ein Programm mitgemacht, wo man sich bewusst entschieden hat, dass man auf alle Suchtmittel verzichtet in der ganzen Schulzeit. Wir haben jetzt das 3 Jahre lang geschafft. Es sind aber keine Schüler, die vorher in den Drogen drin waren, oder? Nein, nein, weit weg, gar nicht. Mit dem gar nichts zu tun, sondern es ist ein Zeichen für Oberstufenschüler, um bewusst auch verzichten auf alle Suchtmittel. Sind Drogen ein Problem an der Schule, an der Oberstufe? Also so? Ja, das sind klare also Probleme. Das ist ein klares Thema auf der Oberstufe. Und damit setzt man jetzt ein Zeichen, dass man eben auch darauf verzichten kann. Warum jetzt gerade Bäume pflanzen? Ja, die Codex ist eine schweizerische Organisation, die schon vor ein Haufen Jahren mit dem gestartet hat. Und die haben, wie damals, als sie das gemacht haben, gefunden, das ist ein Zeichen, etwas in die Natur zu tun, etwas, das nachher wächst, wo blüht, wo Früchte bringt. Das ist ein schönes Zeichen dafür, eben auf Suchtmittel zu verzichten. Und es braucht einen Durchhaltewillen, gell? Jetzt ist es dunkel, es ist nass und so. Also genau. Das ganze Projekt passt jetzt auch irgendwie dazu, oder? Ja, genau. Das braucht wirklich Durchhaltewillen. Und ich meine, die jungen Menschen sind vielen Sachen ausgesetzt. Es gibt viel, die man ausprobieren könnte. Und in der heutigen Gesellschaft, wenn man sich ganz bewusst sich dafür entscheidet, um das nicht zu machen, da habe ich hohe Achtung. Und eben, ja, genau. Und jetzt an dem Abend, wo bei wüstem Wetter und im Dunkeln die Bäume pflanzen, das passt sehr gut dazu. 3, 4 ist auf der anderen Seite, dann kannst du noch mitnehmen. Gut, und jetzt gehen wir hier vorne. Und wir nehmen das den ersten Stoff. Hier beim Haus ist der Ruf. Ah, da ist der Brüste. Gut, dann gehen wir dort hier rein. Und wenn wir noch brauchen, ist dann die Schaufel, die nehmen wir mehr mit, der Christoph und ich und der Steinflegel. Und dann könnt ihr hier den Plop hineinhauen. Gut, siehst du, das ist der Wurzel. Du stehst hier her, dann kannst du direkt bis so da hinten ja. Weg. Oh, oder wie? Genau, schön im Gräbli zu ringen, um mich verteilen. Die Dentalassistentin und kann. Ich muss vorzu ein bisschen anstrampfen. Ja, und hier über soll ich einfach kippen. Wenn du hast kippen, kannst du ihn kippen. Ja, wenn ich genau Kraft habe. Okay. Jetzt ist schon ein bisschen mehr. Du machst das erste Mal so. Hä? Nein, Baum mit Pflanzen kann ich jetzt noch nicht. Ist das noch ein Krampf oder wie geht's? Schnuff ist es so? Ja, unter der Maske. Aha. Hast du schon wegen der Maske? Ja. Sonst wäre es locker, hä? Ja, locker. Die Löcher haben wir schon vorher gemacht, gell? Ja, die haben wir vorausgehoben. Wie viele so Bäume weisst du? Haben die schon eingepflanzt jetzt hier? Für was? Das sind Ersatzbäume. Angefangen hat es dort mal, wo das Eschensterben kam, also das Zulmensterben. Ja. Und dann haben wir die halbwegs ersetzt. Genau. Das waren alles Alleebäume. Aha. Und in dem Bereich hier zu Buchs hat es so einen geschlossenen Wald, der im Kanal noch ist. Und dann tut man, wenn man etwas ersetzen muss, wieder etwas, wo Bäume her, ein bisschen im offenen Bereich. Von wem aus bist du da? Du bist ja ein Wartauer. Ich bin ein Wartauer, richtig, ja. Das darfst du das erste Mal der Stadt Buchs einen Baum einpflanzen? Nein, es ist nicht das erste Mal. Nein. Und jetzt, was passiert mit dem Stecker? Den Stecker tun wir jetzt hier den oben einschlagen. Den schlägst du jetzt oben rein. Da. Aber du, den Stecker haben wir gesagt, der Schulleiter mache ich den, oder nicht? Muss der machen? Ja, ich glaube, der Schulleiter. Aber sonst ist es ja... Willst du? Ja. Gut.
Aber der Schulleiter so sehr, ein parater Schulleiter. Hammer, Schulleiter. Ja. Nur assistieren. Ah. Und jetzt einfach fliegen, oder? Ja. Hoppla, pass auf deine Finger. Komm, jetzt hast du daheim geübt, hä? Weil er geblendet ist, gell? Ich muss abstellen. Oder? Nein. Was hängt da? Aber der Schulleiter wäre eben grösser, weißt du, meint ich? Er will, schau, er will die Schule, er ist bereit. Komm jetzt, du bist grösser, komm jetzt. Du musst auch ein bisschen helfen. Nein, sie macht das super. Wir haben die Zeit. Jetzt ist es gut. Ja. So, jetzt, wo ist da der Applaus? Wie sehen Sie es? Macht es so Spass? Oder wie sehen Sie es so? Ja, sieht gut aus. Ha? Sieht gut aus. Ja. Und du bist noch von weiter weggekommen, hä? Nein, eigentlich wohne ich als Bus. Aha. Ich habe einfach den Platz gefunden. Ja, du bist der Erste gewesen, hä? Ja. Du wartest schon lange. Ah, tust du lieber schaufeln oder schlau? Kommt drauf an. Beides an. Ja, ja. Jetzt musst du festbinden. Dann. Da unten, du. Jetzt tust du hier einfädeln. Und was ist das? Das ist jetzt ein Krise oder eine Nuss? Eine Nussbaum. Das ist eine Nuss. Aber es ist ein bisschen nach bei der Straße. Eine Nussbaum bis 6 Meter raus. Ja? Nur ganz locker. Macht es halt nichts. So. Nein, die Bäume pflegen wir ja pflegen und vorzu aufasten, dass dann noch die Autos und Traktoren unten durchfahren können. Aber eben, die Nussbäume sind noch etwas grösser, schnell 6 Meter, gell? So ein ja, und genau. Eine gute Krone, die ja. Natürlich ja. Auch Früchte dran haben. Aha, ja, ja, ja. Soll ich noch ein Foto machen für dich? Bist du zufrieden? Sehr zufrieden, ja. Sie hat das super gemacht. Also ich muss sagen, sie könnten wir gerade brauchen, sie würden wir gerade einstellen. Ja, du hast schon lange mal mit Frauen zusammenarbeiten. Ja, selbstverständlich. Wir haben auch keine Frauen in der Gruppe. Hoppla. Da wäre natürlich eine Auflockerung. Da gäbe es sicher eine Auflockerung. Schau, jetzt laufen mir noch die Brillen an. Ja, genau. Du bei diesem Regenwetter und mit der Maske. Jetzt sehe ich dich gar nicht mehr. Ich muss ihr noch ein tolles Foto bringen von diesem Anlass. Ah, okay. Mein eigener Nussbaum. Ja, du hast das verdient. Ja. Okay, bist du zufrieden da? Ja. Ah, schaut, das wird jetzt dunkel, aber ich glaube, das Letzte ist das Beste. Ja, das aber ich gebe dir alle drin. Sind jetzt halt gerade ein bisschen grosse Büsche da. Ja. Du, willst du mal lernen? Was für einen Beruf? Also ich bin an der Kante. Ja, eben. Ah, was ich werden will? Ja. Lehrerin. Hast du es geschafft, hä? Ja. Du willst Lehrerin werden. Warum hast du dich für das Projekt entschieden damals? Weil ich es cool gefunden habe, dass man so etwas macht in der Schule. Und ja, ist etwas anderes. Du selber aber hast mit Drogen nichts am Hut, oder so? Nein. Aber bist du doch jetzt auch ein Vorbild? Das passt ja zum Lehrerberuf, he? Ja. Wie steht es bei dir so mit den Drogen? Sag ich nein dazu. Nein, genau. Brauche ich nicht. Und das vermittelst du dann auch eben deinen Mitschülerinnen und Mitschülern? Genau, Finger weg von dem. Ist, macht nur euren Körper kaputt. Und darum hast du dich auch für das Projekt entschieden? Genau. Gut, dann geht es jetzt um Baumpflanzen, he? Sicher. Gut. Was für einen hast du übrigens, weißt du es? Krise oder Nuss muss es sein. Eins von beiden, gell? Eins von beiden, ja. Ja, okay, gut. Ich habe gerade gehört, dass gelb und Krise waren. In dem Fall Krise. Warum hast du dich für das Projekt entschieden? Ich habe mich für das Projekt entschieden, einfach weil ich verzichte sowieso darauf. Und wieso soll ich dann nicht bei so einem Projekt mitmachen, wo man dann am Schluss einen Baum pflanzen kann? Ja. Du bist jetzt in der Lehre, gell? Ja. In welchem Lehrjahr? Im zweiten. Dann gehst du auf Zürich in die Schule? Nein, auf Chur. Auf Chur. Dentalassistentin, also das heisst mit anderen Worten,
Drogen war für dich nie ein Thema, gewesen, schon in der Schule nicht? Nein. Aber Mitschülerinnen, Mitschüler hast du gekannt, hat es gegeben, oder? In der neuen Klasse kenne ich eine, die kifft. Aber sonst, ja. Dann bringt es schon etwas, gell, wenn man so ein Vorbild ist. Also, das ist ein schöner so Nussbaum, deinen eigenen Nussbaum zu pflanzen, als Zeichen dafür, dass man auf Drogen eben sollte verzichten. Ja, und vor allem, ich sehe im Alltag recht viele Leute, die rauchen und dann Verfärbungen haben. Und ja, deswegen muss ich es jetzt nicht haben. Jetzt hast du hier noch ein bisschen hertun. Und dann haben wir wie einen Damm, wenn wir mal noch wässern müssen, dass das Wasser nicht kaputt räumt. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du, jetzt bist du im Balz Neuseeland, wenn du so weiter schläfst. Noch weiter? Ein bisschen. Gut. Super. Hebt, hä? Profi. Deine Krise. Jetzt hast du noch Bändel über und hast ihn. Willst du das noch anmachen? Ja, kann ich so. So, ja. Als Schulleiter, was ist es so? Was sind so Schüler, die euch so etwas machen? Ja, ich finde es natürlich schön, dass sie das durchgezogen haben, 3 Jahre lang und auch im ersten halben Jahr vor Lehre oder eben vor anschliessender Schule. Und ja, irgendwo durch finde ich, es wird auch honoriert mit etwas, das Bestand hat. Ich meine, die Bäume, wenn sie gut anwachsen, sind die noch in 30, 40 Jahren da. Und wenn man mal laufen geht, ja, würde ich sicher daran denken, dass der Schüler von mir, die in diesem Programm das durchgezogen haben, da einen Baum können pflanzen. Von dem her wirklich eine tolle Sache. Und ich finde es toll, dass sie das durchgezogen haben. Warum hast du da mitgemacht, Moritz? Also wegen der Kollegen, oder? So halb Drogen sind nicht gut. Ja. Was machst du jetzt? Ich bin der Kante. Und was willst du mal werden? Ja, ich weiß noch nicht gerade, aber ich glaube Lehrer. Gut. Also, was jetzt natürlich noch fehlt, das ist etwas vom Wichtigsten. Der Baum muss fixiert werden. Wenn man den Baum nicht fixiert, dann kann er auch nicht richtig anwachsen. Bravo! Gut gemacht. Super! Du bist Mama, die das so macht bei dem Programm auch mit. Genau, aber der muss noch mal ein Jahr. Bist du stolz drauf? Ja, klar. Hast du nicht überreden oder ist er automatisch dazu gekommen? Er ist automatisch dazu, ich musste nicht überreden. Er ist eher einer, der versucht, seine Kollegen auch zu überzeugen, dass das völliger Blödsinn ist, Drogen zu konsumieren. Er sagt das Gleiche, wie du, Ilja, vorher gesagt hast, das macht nur meinen Körper kaputt.